Wir haben hier unseren stufenlos ausziehbaren Esstisch, den man einfach durch leichtes Anheben stufenlos erweitern kann. Und je nachdem, wie viel Tisch man braucht, hört man einfach auf zu ziehen. Den Tisch gibt es dann in verschiedenen Materialien, in Massivhölzern oder die neueste Technik in einem weißen Schichtstoff. Da ist dann die Tischplatte mit Laser geschnitten. Ich bin die Christina mit K, deswegen heißt meine Marke auch Christina, so K. Makarova. Makarova ist mein Familienname, mein kirgisischer Familienname, da komme ich her. Mein Papa kommt aus Kirgisien, meine Mama aus Deutschland und mittlerweile heiße ich Feil Kem, weil ich geheiratet habe. Kem wäre mein deutscher Familienname von meiner Mutter. Und deswegen das K. Makarova ist nochmal ein Überbleibsel geborene Christina Makarova. Ich mache Kleidung aus Naturmaterialien, hauptsächlich Schurwolle. Hat ganz tolle Eigenschaften. Also Schurwolle ist ein natürlicher Hightech-Stoff sozusagen. Wasserabperlend, luftdurchlässig, Schweiß. Ja, wie soll man sagen? Also man schwitzt kaum drin. Und alle Gerüche, die der Stoff aufnimmt, gibt er auch wieder ab, sobald man das Ganze raushängt, auslüften lässt und hat am nächsten Tag dann somit ein ganz frisches Teilchen. Also man braucht fast nicht waschen und das finde ich so toll an Schurwolle und deswegen mache ich die Kleidung da draus. Wie kommt man jetzt zu so einem Glanz? Der Glanz entsteht durch eine Hitzebehandlung. Schurwolle ist ja nichts anderes als Haar. Und Haare kann man dementsprechend entweder bürsten oder heiß behandeln, dass sie so einen Glanz dann erhalten. Das wird damit gemacht. Also wie poliert, heiß poliert. Bei Aoyo, dem Sonderpreisgewinner, war die Mini-Design-Preis-Jury von der ganzheitlichen Umsetzung der Idee beeindruckt. Es geht darum, Räume zu beduften auf ganz besonderen Düften. Auf verschiedene Arten und Weisen, mit Sprays, mit Ölen, mit Duftkerzen. Aber das Ganze ist wunderschön umgesetzt. In jedem Produkt sieht man die Handschrift von den Designern, den Charakter von dem Label. Und alle der Produkte kommen beispielsweise in traditionellen japanischen Holzdosen, die ein traditionsreiches Hochzeitsgeschenk in Japan darstellen und auch bleiben, wenn der Duft schon längst verflogen ist. Yeah, we got the prize yesterday. Well, it was very surprising. And we're still surprised. And we also talked today, like, wow, like how the jury came to really push us into this privileged position. It was really great to feel that, yeah, we could communicate through the design or the scent that it transmitted to many people. And yeah, it felt really, really great as a first day of the fair. Mit einem Produzenten zusammen in Japan, der uns zum Beispiel speziell diese coole Keramikwürfel macht, die es halt so in dem Sinne nicht gibt und wo man dann eben diese ätherischen Öle direkt auftropfen kann. Und genauso arbeiten wir auch zusammen mit einer japanischen Manufaktur, die eben diese Holzschachteln produziert, die halt traditionell in Japan auch gemacht werden, für Schränke hauptsächlich oder auch für so Kunstobjekte, die man dann in so eine Holzschachtel reinmacht und jetzt erstmalig halt auch als Parfumbox verwendet wird. Und die sind generell wasserresistent, feuerresistent, das heißt, deswegen hat man die früher traditionell halt verwendet, auch für diese Hochzeitsgeschenke und so weiter, weil wenn das Haus nach einem Erdbeben niederbrennt, dann sind immer noch die wertvollen Sachen immer noch irgendwo aufbewahrt. Und das ist der Green,
Wir wollten halt unbedingt ein Produkt machen, wo man die Verpackung auch irgendwie nachher noch verwenden kann. Und nicht nur alles irgendwie. Gerade beim Duft ist es immer so ein bisschen, man kauft den Duft, man verwendet den Duft und dann löst sich alles in Luft auf, im wahrsten Sinne des Wortes. Und insofern, bis jetzt sind alle immer sehr glücklich, weil sie diese Schachteln weiter verwenden können, weil die ewig lange halten. Und uns war es auch wichtig, dass wir wirklich mit Manufakturen zusammenarbeiten, die sehr klein sind. Und dass wir das direkt produzieren und auch direkten Kontakt haben auch zu den Produzenten. Ich werde oft gefragt, wie die Designer dann auf die Blickfang kommen. Und es gibt da tatsächlich drei Wege. Einmal gibt es Designer, die einfach als Besucher kommen und merken, dass die Blickfang auch eine interessante Plattform für sie wäre. Dann haben wir tatsächlich eine Kollegin, die auf allen internationalen Messen unterwegs ist, um nach spannenden jungen Designern zu suchen und denen zu erzählen, dass es die Blickfang als Plattform gibt. Und dann ist es natürlich auch so, dass Designer immer miteinander sprechen. Und direkt hinter mir ist so ein Beispiel. Im hinteren Bereich steht die Fabrik, die unter anderem tragbare Jukeboxen machen aus alten Lautsprechern, die wiederum den Modedesigner Kotter kennen, schon lange auch seine Sachen selbst tragen und ihm irgendwann gesagt haben, Mensch, die Blickfang ist eine passende Plattform, schließt sich uns doch mal an. Und hier auf der Blickfang München teilen sie sich nun einen Stand. Das sind alte Lautsprecher, die wir so umrüsten, dass sie mit Smartphones, MP3-Spieler, Laptops und derlei anderes Gerät verbunden werden können. Und die alte Technik der Lautsprecher ist unberührt von uns. Wir fügen lediglich einen Verstärker, ein wiederaufladbarer Akku, Ladeelektronik und diverse Sicherungen hinzu, sodass eben über das Klinkenkabel, das hinten aufzurollen ist, jegliches Gerät angesteckt werden kann. Und mehr machen wir nicht. Ja, das Besondere an der zweiten Blickfang München ist, dass es nicht nur mehr Aussteller gibt, sondern wir auch mehr Platz für Lounge-Bereiche haben, wo man sich einfach mal nach dem ersten Messebummel hinsetzen kann, einen Cappuccino trinken, sich mit seinen Freunden austauschen, was hast du gesehen, was hat dir am besten gefallen, was will ich mir jetzt nochmal anschauen und vielleicht noch kaufen. Und dazu haben wir dann hier einen Rückzugsraum zusammen mit dem dänischen Möbellabel Fritz Hansen eingerichtet, wo es dann Sofas gibt und Sessel und Tisch und Stühle, damit man sich einfach wirklich eine halbe Stunde hinsetzen und durchatmen kann.